Das Dorf des Deutschen, so der Titel des aktuellen Romans von Boualem Sansal. Eindringlich vergleicht der Autor hier die Methoden der radikalen Islamisten mit dem totalitären System der Nationalsozialisten. Seine Botschaft? Er macht sich für Öffnung und Demokratisierung der arabischen Welt stark. Außerdem wirbt er für den respektvollen Umgang der unterschiedlichen Kulturen miteinander. Ab 1992 arbeitet Sansal im algerischen Industrieministerium. Mit seinen Werken riskierte Sansal viel. 2003 wurde er aufgrund des Romans »Der Schwur der Barbaren« aus dem Ministerium entlassen. Er gehört zu den wenigen Intellektuellen, die trotz ihrer kritischen Haltung nach wie vor in Algerien leben. Bis heute sind seine Bücher dort verboten. Wir haben Boualem Sansal gestern Abend einige Fragen zur aktuellen politischen Situation in der arabischen Welt gestellt. Algerien hatte seinen arabischen Frühling bereits vor über 20 Jahren. Wie wird hier die Situation in den Ländern gesehen, die gerade einen Umbruch erleben? Die Algerier haben ihren arabischen Frühling bereits im Oktober 1988 gehabt. Die Islamisten haben Selektionen durchgeführt. Es gab einen Bürgerkrieg mit 100.000 Toten. Die Algerier beobachten, was sich momentan im arabischen Raum tut. Sie machen sich bewusst, dass jetzt das Gleiche abläuft wie vor 23 Jahren in Algerien. Wie sehen Sie die Rolle, die die westliche Welt im arabischen Frühling gespielt hat? Der Westen hat schon immer die Diktatoren unterstützt. Man hat Gaddafi in Paris empfangen und auch Mubarak, als wären die Hüter des Friedens in der Welt gewesen. Die Europäer hatten vielleicht das Recht, das zu tun. Sie hatten Angst vor Islamismus, Terrorismus und vor illegaler Einwanderung. Es hat sich inzwischen aber einiges geändert. Ich glaube, dass die Situation gut ist, weil der Westen versteht, dass sie das Volk unterstützen müssen, besonders die, die für den Frieden und die Demokratie sind. Weil den Islamisten im Iran, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien geholfen wurde, muss man den Demokraten helfen und sie unterstützen, damit sie gegen die Islamisten mit gleichen Waffen kämpfen können. Trotzdem scheint es so, als ob die Demokratie in der arabischen Welt erst langsam gelernt werden muss, siehe Ägypten. Demokratie ist ein langer Prozess, das fängt schon in der Schule an. Dort muss man Grundlagen lernen, man muss das Bildungssystem überdenken, die Philosophie und die Kultur. Das ist der Punkt, an dem die Demokratisierung anfängt. Im Moment gibt es eine Revolte gegen einen Diktator, um die Lebensbedingungen zu verbessern. Können Sie mit Ihren Büchern ebenfalls positiven Einfluss auf die Entwicklungen nehmen? Nein, ich allein kann nichts machen. Als erstes geht es im Moment darum, die Leute zu mobilisieren. In Ihrem Land, aber auch in Europa. Klingt alles ein wenig pessimistisch. Doch schließlich ist es völlig offen, wie es in der arabischen Welt weitergeht. Boualem Sansal wird auf jeden Fall auch in Zukunft kritisieren und kommentieren. Ein Mann, bei dem es sich lohnt, zuzuhören.